42. Almfest des Männergesangsvereins Erzherz Gehorn in Mautern auf der Schwarzenbergalm. Bei herrlichem Sommerwetter konnten die Besucher die Aufführungen der Volkstanzgruppe Mautern verfolgen und das eine oder andere Bierchen genießen. Franz Wolfgang führte die Gäste durch den Nachmittag, begleitet von der Altsteirer Musik Kogler. Traditionelles Almfest auf der Schwarzenbergalm. Was wird den Besuchern heute geboten? Ja, wir setzen sehr auf Tradition und auf Folklore. Und wir haben ein tolles Nachmittagsprogramm. Das beginnt mit der Deutschsteirer Musik Kogler, der Volkstanzgruppe, die uns schöne Plattler und schöne Tänze bringt. Und dann Witzterzähler haben wir auch. Bis zum Hauptabendprogramm ist es ein schönes, abwechslungsreiches Programm. Wir haben auch vom Trachten- und Armbrustschützenverein den mobilen Schießstand, wo man mit der Armbrust schießt, da, und da geht es darum, den Almfestschütz zu ermitteln. Das 42. Almfest, was lässt man sich da einfallen? Ja, was Neues einfallen, im Prinzip versuchen wir halt wirklich bodenständige Kultur zu bringen, und wir haben natürlich jetzt technisch sehr aufgerüstet, wir haben die Bars mit Vordächern ausgestattet, weil man ja in der Neuzeit muss man ja regenfest da sein und dass man sehr viele Gäste unterbringt, und heuer haben wir die Almbar, haben wir mit einem neuen Vordach, das für immer stehen bleibt oder fix stehen bleibt, das haben wir errichtet. Verreiterei kennt die Wienzahl von einer. Ich werde es also alle miteinander noch kennen. Da ist einmal mit zwei Feiertagen geworden, seit irgendein Tante auf Schwarzenbach alt geworden. Zerschlagen in Zug drin. Dann zu uns über Tee. Es war stellenweise eisig und fleckenweise Schnee. Und wie es so dahin schlaft, entlang nach der Straße, da schießt aus dem Hof da ein Hund auf den Hals. Das heißt mein Titel. Er kommt auf der Welt, sie greift noch einen Schnorr, weil der Hund gerade so blöd. Aber es hilft nichts. Jetzt nimmt es erst vor, dass der Schnorr auf Straße noch festgefahren war. Sagt das blöde Leute. Ja, mein Wind hat von einer. Schnorr der Beten sauer und Hund lassen es heilen. Gut besucht war auch der mobile Schießstand des Tracht- und Armbrustschützenvereins Mautern, die den Almfestschützen 2018 ermittelten.
sei lustiger Blick. Drei Horrelo, drei Horrelo, und 50er Traumix, Mensch, ah, nicht für mich. Drei Horrelo und Scheidung.